Ein herzliches Willkommen zum Part von Projekt 100. Lang, lang ist es ja. Und da sind wir wieder am Start hier mit Projekt 100. Und was steht heute alles an in diesem Part? Einiges, einiges, einiges kann ich euch sagen. Wir machen viel Geld durch unsere Brombeerernte, da ist es auch gerade. Und Kirschbaumernte. Wir graden unser Silo ab auf 700. Scheunen-Upgrade auf 725 und 750. Also zweimal abgegradet. Wir spielen das Doppeltgeld-LKW-Event. Wir haben viel, viel Weizen gefarmt und dadurch auch viele, viele Produkte erfarmt, verkauft und Geld gemacht und somit auch, wie auch gerade schon gesagt, Silo abgegradet, Scheune abgegradet. Mega, mega gut. Später werden wir noch im Grill, im Backofen, im Popcorntopf und in der Zuckermühle einen weiteren Platz, einen weiteren Produktionsplatz freischalten. Und damit haben wir alle Plätze bei der Zuckermühle und bei der Molkerei, was sehr, sehr gut ist und uns sehr, sehr viel hilft. Wie gesagt, Zuckermühle, Molkerei und der Backofen sind einfach die wichtigsten Gebäude in Heyday. Der Zuckermühle, Molkerei, Backofen, ja. Die drei sind die wichtigsten. Außerdem haben wir noch viel und richtig gut geshoppt. Dadurch habe ich auch dann noch, wie gesagt, Scheune Silo erweitert. Ein paar Produkte in LKW reingeschmissen. Da hatte ich echt Glück, was das angeht. Ich konnte so viele Aufgaben machen. Werdet ihr auch hier im Part sehen. Das ist schon echt heftig. Natürlich habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt, dass es einen kleinen Zeitsprung gibt zum letzten Part. Ich habe zwischendurch ein bisschen gespielt ohne Aufnahme. Nicht zu viel, ein bisschen, weil ich ja auch eine lange Zeit weg war. Und den Account trotzdem zwischendurch mal nicht versacken lassen habe. Deswegen ist ein bisschen Vorsprung da. Aber den Plan, den ich habe, werde ich euch gleich noch erzählen, wie es jetzt mit dieser Farm weitergeht. Aber erstmal sind wir noch dabei zu berichten, was in diesem Part abgeht. Außerdem werden wir zwei Farmpässe abschließen. Zwei Farmpässe in einem Video. Da wisst ihr mal, wie lange ich für diesen Part hier aufgenommen habe. Ja, wir erreichen dadurch auch ein Level. Wir machen Level Up auf Level 53. Mega, mega gut. Und falls ihr euch fragt, warum spielt ihr hier das Doppelgeld-Event und nicht das Dreifach-XP-Event? Das kommt im nächsten Part. Also freut euch schon mal auf das Dreifach-XP-LKW-Event im nächsten Projekt in 100-Part. Welcher in einer Woche frühestens und in zwei Wochen spätestens kommt. Ich möchte jetzt immer ein Part circa, also ein Part circa in zwei Wochen, eine Woche, zwei Wochen so in dem Schema ungefähr bringen, je nachdem wie viel Zeit da ist. Okay, was habe ich für einen Plan mit dieser Farm? Das habe ich ja schon groß angeteased. Der Plan ist jetzt erstmal zu leveln und zwar nicht bis Level 100, also das ist der endgültige Plan, also leveln bis 100, ist ja auch Projekt 100, das ist das Ziel des Projektes, bis 100 zu kommen, aber erstmal leveln jetzt Plan bis 59. Warum, werden jetzt viele fragen, warum 59? Wir leveln bis 59, um die Decken freizuschalten, denn dann möchte ich endlich unseren Tom einsetzen. Ihr seht ja immer noch, der hat immer noch das Ausrufezeichen, weil ich den immer noch 3 Tage kostenlos kriegen kann. Ich habe auch sehr viele Schübe mit Tom noch im Schübelager, ich glaube 6 oder 7 Stück, die werden wir alle verballern. Wir werden dann 5, 6 Tage nur Tom ballern mit Decken. Wir werden so viel Geld machen, das glaubt ihr gar nicht. Und außerdem werde ich nicht alle Decken für Geld rauswerfen, ich werde auch einige Decken für EP rauswerfen. Was zum zweiten Teil unseres Plans überleitet quasi, denn der zweite Teil unseres Plans ist es, viele Sachen zu produzieren, die viel Erfahrungspunkte bringen, wie zum Beispiel Honigpopcorn im Popcorntopf oder Speckkuchen. Da gibt es natürlich sehr viele Sachen in vielen verschiedenen Gebäuden. Ich versuche, jedes Gebäude immer voll zu produzieren. Aktuell bei der Zuckermühle wechsle ich immer zwischen braunen Zucker und weißen Zucker. Meistens mache ich immer noch braunen Zucker. Wenn ich genug braunen Zucker habe, gehe ich dann meistens erst auf weißen Zucker, um Kartoffelbrot oder so zu machen. Oder auch, ja, Sahnetorte oder sowas, was halt dann gerade so passt. Das ist halt im Moment der Plan. Der Plan läuft auch gut. Viel Weizenfarm natürlich auch mal nebenbei. Und das läuft echt gut. Und jetzt schließen wir den ersten Farmpass ab und erreichen das Level Up auf Level 53. Richtig, richtig gut. Und auch schon häufig gesagt, was viele auch mal vergessen, diese Farm ist komplett free to play. Ich kaufe mir auch keinen Farmpass, nix. Wir werden hier mit dieser Farm von Level 1 bis Level 100 spielen. Komplett free to play. Ja, das ist das Ziel und das werden wir auch erreichen. Hier das zweite Scheunen-Upgrade. Einfach mega krass, was wir in diesem Part alles erreicht haben. Das ist echt heftig. Hier noch eine Aufgabe. 30er-Paket freigeschaltet. Richtig, richtig gut. Ich bin echt sehr, sehr stolz auf den Part. Wir haben so viel Geld gemacht. Wir haben so viel EP gemacht. Zwei Farmpässe. Einfach mega, mega riesen Fortschritt und ja, bin einfach nur begeistert, was hier in diesem Part abging. Des Weiteren ist der Plan,
während wir bis Level 59 spielen, komplett auf das Geld zu scheißen. Bis dahin haben wir genug Geld, die anderthalb Millionen, die halbe Million hier, reicht uns vollkommen aus. Wir werden auf dem Weg zu der 59 auch noch genug Geld freispielen. Ja, zweiter Farmpass abgeschlossen und das war's auch schon für den Part. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Gefällt euch das Projekt? Seid ihr froh, dass es wieder am Start ist? Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo, da würde mich sehr, sehr freuen. Und vergesst den Creator-Code SurimaB nicht, denn dadurch unterstützt ihr mich kostenlos bei jedem Kauf. Okay, das war's für den Part. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich freue mich auf jeden Fall mega, dass es wieder da ist. Und ja, ihr wahrscheinlich auch. Okay, danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein und ciao. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.